Und wir wollen natürlich heute über Inhalte reden. Wir treffen uns jetzt nicht, weil wir beide denselben Vornamen haben, sondern weil wir eben schauen wollen, was im Moment ja sowohl in Deutschland nationalpolitisch passiert, als auch was eben bei uns mit der NPD passiert. Und dazu ja, kannst du ja dich gerne auch nochmal vorstellen. Du bist ja schon ein bisschen länger in der NPD als ich. Und ja, wir haben das hier, wir haben die extra jetzt hier die Urkunde, können wir sagen, hier 40 Jahre Mitgliedschaft haben wir extra hier hingehängt, die hängt normalerweise nicht am Küchentisch. Und sieht ein bisschen protzig aus. Ja, genau, genau. Da hängt eigentlich hängt da ein persönliches Foto, hat aber jetzt keinen politischen Inhalt, wird danach dann auch wieder dahin gehängt. Mhm. Ja, kannst du ja mal dich einmal kurz selber vorstellen? Ich habe gerade in den Tagen jetzt festgestellt, du bist 2009 in die NPD eingetreten. Genau, ja, das ist ja jetzt auch schon 12 Jahre her. Richtig. Und ich bin genau 30 Jahre vorher eingetreten, ja. Also 79. Ja. Ja. Das heißt, ich bin jetzt 42 Jahre ungefähr, ja, in der NPD, mit Höhen und Tiefen und mit mehr oder weniger Aktivität, zurzeit relativ wenig. Und ich denke auch, dass meine Aufgabe vielleicht mehr ist, zu schreiben, ja, und mich zu äußern, als jetzt irgendwelche organisatorischen Sachen oder so. Ich bin in Schweden geboren, habe Mathematik und Wirtschaft studiert, habe mich dann mehr oder weniger durch Zufall in den 60er Jahren mit Datenverarbeitung beschäftigt und habe dann auch Programmierung, Elektronik gemacht mit allen möglichen industriellen Applikationen. Also das ist mein Berufsleben, das habe ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich 2004 nach Dresden ging, um Mitarbeiter oder Berater im Sächsischen Landtag für die dortige, damals neue NPD-Fraktion zu werden. Und politisch habe ich zurzeit jedenfalls zwei Schwerpunkte, also ein Schwerpunkt, den ich schon immer hatte, das ist der wirtschaftspolitische, die raumorientierte Volkswirtschaft, die Bezeichnung jedenfalls stammt von mir und ich habe einiges darüber geschrieben, zuletzt jetzt bei Pierre Dornbrach in seinem neuen Magazin Aurora, also ein politisches Magazin über eine neue politische Ökonomie. Und der zweite Schwerpunkt ist die Strategie des nationalen Deutschlands. Also wir haben jetzt im Moment das merkwürdige Phänomen, dass Frank Franz die NPD auflösen oder abschaffen möchte. Jetzt ist die Frage, wie spielt das Ganze damit rein? Für mich ist das jetzt schon länger nachvollziehbar, da ich ja immer bei den Vorstandssitzungen anwesend bin und auch bei der Geschichte des offiziellen Ausdrucks der Namensänderung eben auch immer ganz deutlich gesagt wurde, dass es eigentlich um eine Auflösung geht oder um eine Abschaffung. Jetzt ist das so, für jemanden, der da aktuell dabei ist, wie mich, ist das einfach zu sehen. Jetzt mittlerweile sagst du aber, würdest du sagen, es kann mittlerweile eigentlich jeder sehen. Also es ist veröffentlicht durch seine Äußerung. Ich denke, ich habe das zuletzt in dem Rundschreiben gelesen, ja, das von Frank Franz verschickt worden ist an die Mitglieder. Und da erklärt er ja als erstes, es sei jetzt zementiert, dass die NPD nicht mehr an Wahlen teilnehmen kann. Nach dem Parteigesetz verliert eine Partei, die an Wahlen nicht teilnimmt, den Parteienstatus. Ja. Ja. Also das ist also schon eine klare Aussage in Richtung Auflösung der Partei. Dann kommt als nächster Punkt, Parteien seien ja jetzt nicht zeitgemäß und deswegen müsste auch die NPD überlegen,
ob sie überhaupt noch, also er hat es nicht wörtlich so geschrieben, aber sinngemäß, ob die NPD also nicht daran denken müsste, irgendwelche anderen Formen zu finden. Also das geht ja auch ganz klar in Richtung Auflösung. Dass Parteien nicht zeitgemäß sind, ist natürlich ein Schwachsinn, weil also die war noch nie so mächtig wie heute. Ja, richtig. Und die Politik war noch nie so stark ausgerichtet auf Parteien. Mhm. Also nur ein kleines Beispiel, in den noch vor kurzem, vor einigen Jahren, war es nicht üblich, Fraktionen in kommunalen Vertretungsversammlungen, ja, also in Kreistagen und Stadträten und so weiter, ja, Fraktionen zu haben. Und das ist ja jetzt, da ist auch die Gesetzgebung geändert worden, ja, das ist ja jetzt gang und gäbe. Und wir haben das ja als NPD erlebt, dass dann also die Anzahl der Mitglieder der Abgeordneten entscheidet, ob man Fraktionsstatus bekommt oder nicht. Ja. Und man hat zum Beispiel hier im Görlitzer Kreistag 2006, glaube ich, hat man die Anzahl auf 6, glaube ich, hochgesetzt. Mhm. Da, weil die NPD 5 hat. Ja, natürlich. Ja, richtig. Ne? Das wird immer so gemacht. Während in vielen Kreistagen reichen 2 Abgeordnete. Ja, ja? Richtig, ja. Also das heißt, das ist reine Willkür, aber das ist ein deutliches Zeichen für die zunehmende Dominanz der Partei. Mhm. Also zu behaupten, es sei nicht zeitgemäß, völlig wertfrei, also unabhängig davon, was man davon hält. Aber rein jetzt als Fakt, es sei nicht zeitgemäß, Parteien seien nicht zeitgemäß, ist natürlich völlig falsch. Ja. Mhm. Es ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Und es wird deutlich, dass Frank Franz natürlich mit dieser Figur, ja, Argumentationsfigur, lediglich einen Vorwand haben möchte, um jetzt die Auflösung der NPD zu vertreten. Ja, vor allem, das ist das, was ich schon die ganze Zeit jetzt bei dem, was du ausgeführt hast, gedacht habe. Es ist so eine Art, das den Leuten schmackhaft zu machen, sich doch bitte selber von innen heraus aufzulösen, bei der gleichzeitigen Illusion, wir geben euch ja was anderes stattdessen. Ihr könnt dann statt der Partei ja in einen, was auch immer, unbekannten Konstrukt weitermachen und dann auch noch sagen, die eigenen Inhalte könnt ihr ja weiter vertreten. Na, dass dieser Gedanke, weil es steht ja vor einem gigantischen Problem, wenn er die NPD auflösen möchte, weil die NPD ja eine Traditionspartei sondergleichen innerhalb der Bundesrepublik ist, die auch mit völligen Repressalien, völligen Angriffen gegen die Partei eben trotzdem immer noch Mitglieder hat. Und das kann man eben auch im Verfassungsschutzbericht regelmäßig lesen, dass wir eine Partei sind, wo eben Leute drin sind, die auch selbst bei langen Zeiten von Erfolglosigkeit aufgrund der eigenen inneren Überzeugung, das Richtige zu tun, eben weiterzumachen. Mm. Und da ist das eben die gigantische Aufgabe. Wie kriegt man diese Leute jetzt, wenn man die Partei auflösen will, eben dazu, dass sie eben nicht mehr weitermachen? Und das ist eben die, und dafür braucht man natürlich diese Figuren, wie du es genannt hast. Richtig. Und übrigens, genau diese, wenn Van Frank das also gesagt hat in den Vorstandssitzungen, ihr könnt ja, oder die Mitglieder, die können ja ihre Meinung noch vertreten. Das ist zwar auch der Sinn einer Partei, natürlich, ja, dass man Meinungen vertritt und Meinungen auch kontrovers, teilweise sogar diskutiert und so. Aber eine Partei hat ja auch eine operative Aufgabe. Mhm. Eine Partei hat eine Agenda, ein Anliegen oder mehrere Anliegen, ja, und diese sind natürlich gesellschaftspolitischer, staatspolitischer Art. Und die Aufgabe der Partei ist ja, diese Agenda durchzusetzen. Ja, also was mich jetzt, wenn wir das jetzt so sehen, also jetzt spätestens mit dem Rundschreiben, kann man wohl sagen, dass es veröffentlicht ist. Also können wir da auch jetzt drüber reden, in dem Sinne. Und was mich halt da unabhängig von unserem Gespräch,
was wir hier jetzt in Görlitz, ne, da kannst du zum Bild nochmal was sagen, das ist die Görlitzer Treppe. Görlitzer Treppe, das ist die sogenannte Hochzeittreppe. Ja. Das ist ein Bild, das habe ich im Stadtrat hier bekommen. Am Rathaus. Ja. Und das Rathaus ist ja auch Mittelalter. Ja. Also der eine Teil des Rathauses. Dann gibt es da einen Anbau von der Jahrhundertwende, ungefähr 1800, 1900. Aber diese Treppe ist die, oder die Tür ist die, durch die man herauskommt, wenn man beim Standesamt verheiratet worden ist. Ja. Und dann kommt man also hier auf die Treppe raus und dann stehen natürlich hier die Verwandten und Angehörigen weiter und mit Blumen und das sieht man also öfter auch. Und bevor ich, das war kurzer... Am sogenannten Untermarkt Kurzer Ausflug. Bevor wir uns jetzt gesagt haben, wir treffen uns jetzt, machen hier ein kurzes Gespräch, vielleicht auch ein längeres Gespräch. Davor wollte ich ohnehin schon, aus Grunde auf aktuellen Anlass, eben das Thema Verfassungsschutz, Geheimdienste und NPD näher erläutern. Mhm. Und da hatte ich eigentlich selber schon mir einen Vortrag zurecht gebastelt. Aber wenn wir jetzt hier dann ohnehin uns treffen, habe ich gedacht, wäre das sicherlich interessant, auch zu hören, was du dazu sagst. Und deswegen haben wir da ein, zwei Sachen, die halt auch interessant sind, die auch vor allem wichtig sind zum grundsätzlichen Verständnis. Zum einen deswegen, weil wir ja auch in den Medien oder medial die NPD eben als Verfassungsschutz oder V-Mann-Partei dargestellt werden sollte. Wir kannten das vor allem aus dem ersten Verbotsverfahren. Da wurde dann so dargestellt, als wenn bei uns alles V-Männer wären und das so als Ausrede genutzt, deswegen kann man die NPD nicht verbieten. Und grundsätzlich ist das wichtig, dass wir auch hier jetzt seit mindestens 10 Jahren haben wir einen Abwärtstrend in der NPD zu begutachten, dürfen wir miterleben, zu erleiden. Und da sind eben auch Sachen dabei, da denkt man sich teilweise, das hätte sich so ein Geheimdienst nicht besser ausdenken können, als wie wir das machen, wenn er dieser NPD eben schaden wollte. Na, und wir wollen halt jetzt eben schauen, dass jetzt auch wirklich knallhart darum geht, dass die NPD abgeschafft werden soll. Dass man eben auch schaut, wo sind da die Hintergründe, und sage ich mal, die Abschaffung der NPD ist letztendlich natürlich auch ein Langzeitziel des Verfassungsschutzes. Das kann man so sagen. Und weil die NPD die einzige politische Organisation, kann man sagen, und insbesondere Partei in Deutschland ist, die eine klar nationalpolitische Agenda hat. Richtig. Ja. Der nationalen Inhalte. Die ist leider nicht operativ klar. Also was wir machen wollen, müssen, um diese Agenda durchzusetzen oder um die Ziele zu erreichen, da hat man sich zu wenig Gedanken gemacht. Aber an sich, die Thematik ist eindeutig, und die in einer ganz anderen Weise als bei allen anderen Systemparteien auch. Ja. Das ist jetzt bei dem Thema Verfassungsschutz oder Geheimdienste interessant, besonders Verfassungsschutz ist deswegen interessant, müssen wir erstmal erklären, was damit gemeint ist, denn nach meiner Auffassung oder nach der Auffassung vieler anderer auch, hat die Bundesrepublik Deutschland eben keine Verfassung. Trotzdem schützt der Verfassungsschutz in dem Sinne diese verfassungsrechtliche Situation, zumindest laut offizieller Propaganda. Das heißt nichts anderes als den Erhalt des Besatzungszustandes. Also das würdest du sagen, das kann man so sagen, der Verfassungsschutz hat die Aufgabe... Vielleicht können wir den Teil, also da haben wir vielleicht etwas unterschiedliche Auffassung, aber vielleicht können wir diesen Teil ein bisschen nach hinten... Ja, können wir auch, dann diskutieren wir später. Weil das sind im Grunde genommen zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Ja, also die Rolle des Verfassungsschutzes, zunächst ist es wichtig, sozusagen die Formalien zu prüfen, beziehungsweise zu untersuchen, wie agiert der Verfassungsschutz, wie ist er konzipiert, wie sollte er eigentlich agieren, und inwiefern ist er politisiert, verfolgt er politische Ziele, und inwiefern sind diese politischen Ziele sozusagen halboffizielle
Staatsziele, ja, ja, die aber natürlich eigentlich keine Staatsziele sein dürfen. Genau. Ja. Gut, also ich habe es so notiert. Gehandelt werden. Wir verschieben, ich habe es notiert, ja, genau, wir verschieben das nach hinten, wie du gesagt hast. Zu der Thematik, ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, an welcher Stelle das dann kommt, aber was wir grundsätzlich erklären müssen, ist, warum ist das sicherlich nicht verkehrt oder warum brauchen wir uns keine Sorgen machen, wenn beispielsweise die NPD mit, häufiger mit dem Verfassungsschutz in Verbindung gebracht wird. Das möchte ich kurz einmal erläutern, und zwar hängt das damit zusammen, dass die Bundestagsparteien oder die im Bundestag vertretenen Parteien sind Systemparteien. So ist unsere Auffassung der Nennung oder Bezeichnung dieser Parteien. Das heißt, wie du richtig sagtest, sie wollen dieses System erhalten. Also sie wollen keine Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates. Und deswegen sind es eben die Systemparteien. Und ich gleich, ich führe das kurz zu Ende. Nur eine Bemerkung, ja. Also System ist für mich jedenfalls das real existierende System. Genau, richtig. Das System ist nicht das staatsrechtlich sozusagen auf dem Papier vorgesehene System. Nicht nur, sondern, natürlich ist das real existierende System sozusagen spielt das, was vorgesehen ist, das formelle System spielt für das praktisch real existierende System eine Rolle. Das ist ja klar. Aber trotzdem ist dieses real existierende System etwas ganz anderes als das formelle System. Ja, richtig, da kommst du später noch drauf. Ja, richtig, gut. Ja, sehr, sehr berechtigter Einwand, genau. Da kommst du richtig. Also wir haben tatsächlich das, wir gehen jetzt erstmal von dem real existierenden System aus, wenn ich jetzt System sage. Ja. Nicht von dem, was eigentlich sein sollte nach rechtlichen Vorschriften, sondern von dem, was jetzt tatsächlich existiert. Und da haben wir eben jetzt nach der Bundestagswahl dann die 736 Abgeordneten aus, es sind sogar 7 Parteien, weil die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein auch noch drin ist. Genau, also es sind 7 Parteien. Die sind eben alle Systemparteien, weil sie vom System eben komplett gesteuert werden. Das heißt nicht, dass jedes Mitglied bei denen irgendwie ein Angestellter beim System zwingend, ja, als Bundestagsangestellter dann doch, aber dass der nicht zwingend bewusst diese Systemvorgaben umsetzt, aber diese Gesamtausrichtung der Partei ist zwingend nach dem Systemvorgaben. Und wir dagegen, wir haben im Laufe der Zeit eben eine eigene Position zur Überwindung dieses Systems. Und deswegen ist es eben die NPD von den bundesweit agierenden Parteien eben die einzige, welche eben nicht komplett vom System gesteuert wird, sondern welche eben über beispielsweise jetzt nicht zwingend durch den Verfassungsschutz, aber durch Geheimdienste, eben durch Einfluss von außen, also eine versuchte Einflussnahme, eben versucht wird, diese Partei auf Systemkurs zu bringen, weil sie eben nicht von denen gezielt gesteuert wird. Und deswegen ist es bei uns diese Thematik, dass bei uns Leute eingeschleust werden, dass es Verfassungsschutzaktivitäten in der Partei gibt, ist an sich sogar gut, dass das medial dargestellt wird, weil das ein Zeichen dafür ist, dass wir eben nicht komplett gesteuert sind. Sonst bräuchten sie ja keinen Einschleusen. Mhm. So die Argumentation. Das ist genauso, als wenn wir sagen, wir müssten uns dann, wenn wir in den Medien positiv dargestellt werden, die Medien sind ja komplett in der Hand des Systems und immer mehr auch noch, also auch schon im Internet, wir hatten das mit der Zensur, auch da nimmt das immer mehr Überhand. Das heißt, genau wie bei den Medien, wenn wir auf einmal positiv dargestellt werden würden, müssten wir uns fragen, was wir falsch machen. Und genauso ist das so, wenn es keine versuchte Unterwanderung in die NPD gibt, heißt das, wir sind auf Systemkurs, das heißt, wir machen sowieso, was die wollen. Na, deswegen ist das an sich, es wird in der Systempropaganda negativ dargestellt, aber es muss so sein, weil sonst würden wir eh schon zu denen gehören und dann hätte die NPD politisch natürlich auch keinen Wert. Ja, wobei die eigentliche Frage ist, jetzt für den Kampf, ja, für die politische Auseinandersetzung, um überhaupt jetzt im Kampf effizient zu werden, ja, muss der Gegner sich natürlich auch stellen. Ja. Das heißt, er muss auf uns eingehen. Das Allerschlimmste ist
wenn eine politische Kraft völlig ignoriert und verschwiegen wird, ja, das in unserer heutigen medialen Welt. Und deswegen ist natürlich ein wichtiger Teil sowohl der Strategie als auch der täglichen Taktik sozusagen, den Gegner dazu zu zwingen, sich zu stellen. Ja. Und das, da muss ich sagen, das macht uns diese Situation, dass das für uns so wichtig ist, das macht uns zwangsläufig radikal. Richtig, im Wortsinne, ja. Das heißt also, wir müssen neuralgische Punkte ansprechen, nicht die gefälligen Sachen, ja, die alle Welt auch fragen, genau. Sondern wir müssen die neuralgischen Punkte ansprechen, und zwar so in einer Art und Weise, dass der Gegner, der ja dazu neigt, das zu ignorieren, was wir sagen, es nicht mehr ignorieren kann. Das muss richtig wehtun. Ja, ja, genau. Ja. Und das gehört, sag mal, zum System in einem mehr technischen Sinne. Ja. Also das ist die heutige Konstellation. Genau, das hat sich auch gewandelt. Das hat sich auch gewandelt, ja. Und was den Verfassungsschutz betrifft, also seine Beeinflussung oder Versuche, die NPD zu beeinflussen, da gibt es meines Erachtens also zwei Ebenen. Die eine ist Alain Provocateur, also Vorfälle oder Erscheinungen, Eigenschaften der NPD zu provozieren oder vermeintliche Eigenschaften zu provozieren, die in der Darstellung, die dann in der medial als Ersatz für eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, richtig. Ersatz. Das ist ein Ersatz. Also oder eine Täuschung darüber. Man braucht also ein bestimmtes Bild, das immer wieder eingetrichtert wird über die Medien. Damit beschäftigt man sich mit der Partei, aber natürlich nicht inhaltlich. Darum geht's, richtig. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene hängt mit dem, wozu wir dann später wahrscheinlich kommen, zusammen. Nämlich, dass man eine Agenda hat, das Nationalpolitische völlig zu verbannen. Ja. Und man hat Angst, dass am ehesten in der NPD potenziell Kräfte vorhanden sind, die gefährlich werden können, weil sie diese Agenda noch haben. Und weil sie auch sehr, sehr, sehr gute Argumente haben. Richtig, ja. Und so wie man das also verfassungsrechtlich versucht hat, sozusagen zu tabuisieren, ja, also verfassungswidrig zu erklären, ja, und ähnliches, so versucht man das sicherlich auch auf dem Geheimdienstweg, sozusagen also jetzt uns den Stachel zu nehmen. Also das heißt, man versucht Menschen zu beeinflussen, sicherlich auch Mitglieder des Parteivorstandes, dahingehend zu beeinflussen, dass wir verharmlost werden. Ja. Also dass wir harmlos werden. Richtig, gesagt, genau. Dass wir harmlos werden. Genau, dazu habe ich gleich auch noch... Dass also der nationale Schwerpunkt und die Eindeutigkeit und Systematik dieses nationalen Schwerpunktes sozusagen verwaschen wird und verschwindet, ja. Um eben ein Gefahrenpotenzial auch auf diesem Weg. Das ist der weiche Weg, wenn man so will. Ja. Der andere ist der harte Weg. Ja, das ist die Knüppelei. Das ist der weiche Weg, ja. Aber auch der weiche Weg. Und ich glaube, der spielt hier in dem Geschehen mit der NPD, was wir jetzt haben, in den Bestrebungen, die Partei mehr oder weniger in einen Verein umzuwandeln, ja, in einen, was weiß ich, Umwelt- und Gesellschaftsschutzverein. Das Wort Verein ist wieder gefährlich, dann wird wieder sagen, Verein hat ja keiner gesagt, das stimmt ja alles nicht. Diesem besagten Rundschreiben ist das eindeutig die Quintessenz, weil der Teil des Rundschreibens endet damit, dass der also sagt, die NPD sollte sich also anderen Tätigkeiten sich mehr verbünden mit allen möglichen Gruppen und eine Art Dachorganisation sogar für die Grünen werden. Ja, also er erwähnt sogar die Grünen und ob
das, was die Grünen sagen, ob das alles falsch sei, ja, oder ob das nicht im Grunde genommen, ob wir da nicht mit denen kooperieren können. Und da schwingt also sozusagen das Vereinsdenken, ja, eigentlich sehr stark mit. Das ist, und da, hinzu kommt ja, dass die Abschaffung, also die Änderung des Namens der NPD. Genau, das ist eine Möglichkeit der Abschaffung. Das Ziel, ja, ist die Abschaffung, ja, aber das ist nur eine von vielen. Die haben mehrere Möglichkeiten. Ja, klar. Aber die Änderung des Namens bedeutet ja insbesondere, dass das Wort Partei verschwindet. Ja. Auch. Und dann national, ja, am besten auch. Und offensichtlich will man also nicht in dem neuen Namen das Wort Partei haben. Ja, national, ja, will man auch nicht haben. Ja. Weil, wie gesagt, Frank Franz hat ja erklärt, dass Parteien unzeitgemäß seien, mhm, und dass wir über andere Wege nachdenken, mhm, sollen. Ja, und in dem Moment, wo die NPD den Parteienstatus verliert, dann kann sie mit einem Federstrich verboten werden. Mhm, richtig. Ja, das ist, also als Verein hat man nach dem Vereinsrecht, kann der Innenminister sofort eine Organisation verbieten. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich dann verwaltungsrechtlich überprüfen lassen. Ja, aber da hat man dann wahrscheinlich auch wenig Aussicht auf Erfolg. Genau. Ja, während der Parteienstatus vor einem solchen Verbot schützt, weil ja nur das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, richtig, ja, eine Partei als verfassungswidrig erklären kann. Ja. Also das ist ein ganz entscheidendes Argument. Und es ist klar, wenn man die NPD, wenn man Angst hat, dass diese NPD, die jetzt seit 1964 mittlerweile, also mittlerweile, wie lange? 70 Jahre, ne? Ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Gibt. Also eine Partei, die es so lange gibt und die durch alle Schwierigkeiten, ja, hindurchgekommen ist, überlebt hat, sich, ja, immer wieder gerappelt hat, ja. Plötzlich in den Nullerjahren, ja, 2004, in den Sächsischen Landtag, dann in den Mecklenburgischen Landtag, in die meisten Kommunalparlamente, in Sachsen zum Beispiel, ja, reingekommen ist, also diese Erneuerungs- und Regenerationspotenzial sozusagen gezeigt hat, ja, dass man genau weiß, dass diese Partei eben nicht das ist, was das Bundesverfassungsgericht über die NPD erklärt hat. Übrigens, während wir noch in Landtagen sind. Ja, richtig. Ja, genau. Da kommen, ja, wir gleich zu. Genau, ganz wichtig, bevor du jetzt zu weit vorpreschst, du hattest davon gesprochen, dass es Aufweichung der Inhalte gab. Das war noch relativ am Anfang. Und das Verbotsverfahren. Jetzt, was mich dabei interessiert, ist, würdest du zustimmen, wenn ich sage, das Ziel von einem Verbotsverfahren, von einem NPD-Verbotsverfahren, man hat ja zweimal versucht, die Partei zu verbieten und jetzt möchte man die Partei von innen heraus zu zerstören, auf welchem Weg auch immer. Das wird jetzt die Zukunft zeigen, was als nächstes probiert wird, aber diese Namensänderung in Anführungsstrichen ist sicherlich ein Weg dahin und natürlich vor allem auch die Aufweichung der Inhalte. Würdest du sagen jetzt, dass ein wichtiges Ziel des Verbotsverfahrens ist, die Partei einzuschüchtern, dass sie eben nicht mehr die neuralgischen Punkte anspricht, dass sie eben nicht mehr deutlich angreift, sondern dass man sagt, man zieht sich als NPD einen Schritt zurück und weicht die Inhalte ein bisschen auf. Würdest du sagen, das ist der Sinn, dass Leute innerhalb der Partei, die Inhalte abschwächen wollen oder an die Systemparteien angleichen wollen, dass die beispielsweise einfacheres Spiel haben, weil sie ja sagen können, sonst, wenn wir das nicht machen, unsere Inhalte aufgeben oder aufweichen, dann werden wir verboten. Würdest du denn sagen, das ist eine Strategie vom Verbotsverfahren? Ja, natürlich ist das eine Strategie, also die Inquisition, das ist ja ein gewisser Inquisitionscharakter, ja, dass also bestimmte Inhalte, politische Inhalte tabuisiert sind und als sozusagen völlig inakzeptabel, ja, erklärt werden für die politische Auseinandersetzung in Deutschland. Mhm. Die politische Auseinandersetzung wird ja hauptsächlich von den Parteien geführt. Ja. Und um effektiv politisch zu wirken, muss man Partei sein. Ja. Das hängt also
einfach mit dem System zusammen, mit dem Aufbau. Mit dem Grundgesetz zusammen. Ja. Wobei im Grundgesetz Parteien ja nur an einer einzigen Stelle erwähnt werden, und das ist in Artikel 21 Absatz 1, also dass die Parteien bei der politischen Meinungsbildung mitwirken. Aber da hat sich dann die Entwicklung so ergeben, dass die Parteien ja heute also einen institutionellen Charakter, also einen staatspolitischen Charakter haben und eigentlich sozusagen das Gerippe der politischen Auseinandersetzung sind, und dass der Parteienstatus, die Eigenschaft der Partei, einfach die Voraussetzung ist, zumindest für eine ausgegrenzte politische Gruppierung oder Richtung, ja, die also ständig mit Repression rechnen muss. Natürlich gibt es alle möglichen gefälligen Vereine und gefälligen Initiativen, die also als Zivilgesellschaft bezeichnet werden und ähnliches, ja, die müssen das ja nicht befürchten, aber diejenigen, die sozusagen ständig unter der Fuchtel stehen, ja, wie wir, müssen eine sichere Rechtsgrundlage haben für ihre Tätigkeit, und das ist eben die Parteiform. Mhm. Richtig, genau, da sind wir wieder bei der Verbotsgeschichte. Das heißt, was ich jetzt hier noch notiert habe, was auch noch der Sinn ist, oder was würdest du sagen, kannst du hier mal nochmal sagen, was würdest du sagen, was wäre noch so ein Ziel, rein propagandistisch, denn das Verbotsverfahren... Mit dem Verbotsverfahren. Genau, das Verbotsverfahren ist politischer Natur, das ist ein Propaganda-Instrument. Also das Verbotsverfahren ist natürlich, hat natürlich das Ziel, die NPD jetzt als Exponent gewissermaßen des nationalen Denkens. Mhm. Ja. Das nationale Denken, das nationalstaatliche Denken wird seit 30 Jahren systematisch verfassungswidrig versucht zu beseitigen oder verbieten, tabuisieren. Mhm. Ja. Aber da kommen wir ja später dazu. Aber dafür, für dieses Denken ist jetzt die NPD sowohl jetzt tatsächlich inhaltlich als auch jetzt in der Vorstellung der Öffentlichkeit gewissermaßen der Exponent. Ja. Mhm. Also das ist die nationale Partei in Deutschland. Mhm. Und wenn man jetzt ständig die NPD entweder durch medial, also durch ständige mehr oder weniger getürkte Nachrichten, muss man sagen, ja, zum sehr großen Teil jedenfalls, ja, oder eben durch ein solches Verfahren, das Verbotsverfahren, kriminalisiert, ja, dann schürt man natürlich ständig oder unterstützt man eine Voreingenommenheit in der Bevölkerung, dass es sich hier um etwas Kriminelles handelt, ja, dass es man kriminalisiert, ja. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger, und allein schon, das ist jetzt etwas, was man vielleicht nicht sozusagen exakt im juristischen Sinne beweisen kann, aber das liegt eigentlich auf der Hand, dass es diesen Effekt hat. Ja. Ja, und das ist sicherlich eines der wichtigsten Ziele im Zusammenhang. Ja. Genau, was ich noch habe, ist, was du jetzt noch nicht gesagt hattest, zusätzlich noch, ist Verunsicherung. Also im eigenen Anhang oder also in der Wählerschaft. Genau. Dr. Rolf Kossig, der also Hochschullehrer war, Physiker, der wurde also sein Job los. Ich weiß nicht, wie er sich danach ernährt hat, aber hat es geschafft irgendwie. Ja, oder wir haben auch den Günter Deckert, der Gymnasiallehrer war. Ja. Richtig, ja. Und es gibt da eine ganze Reihe von, es gibt Fälle, wo also Menschen der Doktortitel aberkannt worden ist, nicht aus Sachgründen, wie jetzt in vielen Fällen. Wie bei den Systempolitikern, ja. Dass die Doktorarbeiten getürkt waren oder sowas, ja, sondern weil sie eine falsche politische Einstellung haben. Und da trifft man natürlich Menschen ganz, erstens die betreffenden Personen, denen man Angst macht, und dann schwächt man natürlich eine Partei, wenn man gerade solche Leute dann verjagt, ja, oder so einschüchtert, dass sie sich gezwungen fühlen, auszutreten. Ja, richtig. Also einmal die Leute, die eine, ja,
eine exponierte Stellung in der Gesellschaft haben. Die können dann dementsprechend, wenn sie kandidieren, für die NPD natürlich vor Probleme gestellt werden. Man auch beim einfachen Wähler hat. Der einfache Wähler fragt sich dann natürlich, das haben sie ja beim zweiten Verbotsverfahren bewusst so gehandhabt, vor den beiden Landtagswahlen, wo es um den Wiedereinzug ging in Sachsen und dann in Mecklenburg-Vorpommern auch noch, dass man halt einfach den Leuten dargestellt hat, wenn ihr die NPD wählt, kann es sein, dass eure Stimme nachher nichts wert ist, weil die verboten wird. Und dann habt ihr umsonst gewählt. So das auch, so, genau. Ja, genauso für Spender. Ja, für Spender entsteht, dann können sie nachher, haben sie Angst, sie können vielleicht die Spende gar nicht mehr absetzen oder dergleichen. Das ist jetzt auch wieder ein Thema, dass man das so versucht, eben den Leuten eben durch dieses, diese Illusion, es ist ja nie real geworden, ne? Dadurch, dass man ein, sobald in der Form, also ich lege mich sogar fest, solange wir rechtlich fähige Anwälte haben, und das hatten wir mit Horst Mahler und Peter Richter aufs Rechtliche bezogen, dass die durchaus da den Durchblick hatten. Und wenn man das so sieht, solange die da sind, besteht eben keine rechtliche Möglichkeit, die NPD zu verbieten, bei dem, was wir jetzt selber tun, weil es offensichtlich ist, dass wir eben nichts annähernd Verbotenes tun. Es geht halt mehr eben um diesen politischen Aspekt, um den propagandistischen. Natürlich geht es um den propagandistischen Aspekt, ja. Aber da muss ich auch vorgreifen, dem, was wir also jetzt, was wir dann später besprechen werden. Es gibt einen konkreten Vorwurf, der nicht in der Verfassung steht, also nicht im Grundgesetz, das wollten wir auch später besprechen, nicht im Grundgesetz steht, aber der vom Bundesverfassungsgericht konstruiert worden ist. Mhm. Ja, und zwar im Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren, also mit dem Urteil im Verbotsverfahren. Und das ist, dass allein das Nationalstaatliche, allein das die Aussage, dass man also den Identitätskern des deutschen Volkes schützen will, dass man also den deutschen Charakter Deutschlands oder der Bundesrepublik Deutschland bewahren will. Allein diese Aussage ist jetzt pro forma, das ist zwar null und nichtig, weil das alles Rechtsbeugung ist, weil das alles ein Kapitalverbrechen ist, dass diese Richter begehen. Ja? Aber die haben also festgestellt, dass dieses verfassungswidrig sei. Das ist ja die Aussage, die ich getätigt habe, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, die NPD zu verbieten, weil sie ja eben dementsprechend nichts Verbotenes tut. Dass man aber natürlich eine Ausrede braucht oder eine Entschuldigung, damit der Antragsteller nicht wie der letzte Idiot oder unfähig dasteht, weil es ja eben, sie brauchen dieses Propagandamittel des Verbotsverfahrens. Es soll aber auch nicht so wirken, als wenn das alles, als wenn sie den Prozess verloren hätten, was sie ja auch haben, rein rechtlich. Das soll eben nicht der Eindruck entstehen und dafür brauchen sie eben eine Ausrede. Und das war eben beim ersten Mal, war das diese V-Mann-Geschichte, das war sehr gut. Da konnten sie nämlich aussteigen. Das ist ja auch der Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Hast du ja gesagt, das eine Verfahren, das erste wurde ja abgebrochen. Das zweite hat ein Urteil bekommen. Warum wurde wahrscheinlich das erste Verfahren abgebrochen? Weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht, wir ändern unsere Inhalte nicht. Die können auch noch so sehr drohen, dass wir verboten werden. Wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern wir bleiben bei unseren Inhalten. Und das hatte man im ersten Verfahren so kommuniziert. Das heißt, ein Abbruch des Verfahrens in dem Sinne war sogar sinnvoll für die. Und beim zweiten Verfahren, da hatte man dann so ein bisschen Angst gehabt, also nicht rechtlich, sondern politisch inhaltlich. Da hat man dann gesagt, das dürfen wir in der Partei nicht mehr machen, das dürfen wir nicht, die Schrift muss aus dem Verkehr gezogen werden. Das heißt, die hatten sogar das System hat einen Erfolg durch das Verbotsverfahren, dadurch, dass die Partei ja in ihrer Wirkungsstärke sich selbst kastriert hat, um nicht verboten zu werden. Das heißt, diese Aufweichung der Inhalte mittels dieses zweiten Verbotsverfahrens hat es überhaupt erst ein sinnvoll erscheinen lassen, nicht das Verfahren auch abzubrechen. Oder sie haben gesehen, es bringt was, das Verfahren weiterzuführen. Der Haken ist, es gibt das rein rechtliche gar nicht. Ja.
das Bundesverfassungsgericht, das Grundgesetz, das wird beliebig ausgelegt. Mhm, in dem Fall ja. Es gibt das ist kein juristisches Verfahren. Das ist eine Illusion. Im üblichen Sinne. Ja. Da gehört auch nicht ein Jurist hin, ein reiner Jurist, ja, sondern da gehört jemand hin als Verteidiger, ja, in Gänsefüßchen, der politisch denkt. Ja. Das ist ein politisches Verfahren. Gut, wir stellen jetzt fest, dass dementsprechend aber diese Verbotsverfahren in dem Sinne ja jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr fortgeführt wird, sondern dass man jetzt eben, das ist ja auch das, was intern vermutet wird, dass dieser Abschaffungsgedanke der NPD von innen heraus mit dieser Namensänderung beispielsweise, dass das jetzt die Weiterführung des Nichterfolges beispielsweise oder des Verbotsverfahrens ist oder die Aufrechterhaltung der Propaganda, dass man dementsprechend demnächst bald nicht mehr da ist. Na, das ist halt jetzt die Frage. Und da haben wir eben diese Namensänderung als NPD-Abschaffungsmöglichkeit, wobei das natürlich dann, was haben wir noch? Ich habe hier noch zwei, drei andere Sachen, dass man eben die Abänderung der Inhalte vornimmt, was eben auch eine direkte Folge dieser Namensänderung ist, dass sie eben sagen, jetzt haben wir einen neuen Namen, dann brauchen wir auch ein neues Programm und da werden dann wesentliche Themen dann entweder nicht rausgestrichen oder einfach durch Kürzungen nicht mehr erwähnt. Na, das heißt, wir haben dann eine Manifestation dieser Aufweichung der Inhalte und damit eben weiter eine Entfernung. Das war ja bei den Republikanern auch so, die wurden irgendwann im Verfassungsschutzbericht nicht mehr als in deren Augen rechtsextreme Partei, so untergliedern die das ja, geführt, weil sie eben die Inhalte derart abgeändert haben, dass sie das nicht mehr vertreten haben und kurz darauf sind sie dann auch in der Versenkung verschwunden. Na, das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir noch aufgeführt, dass man versucht, über einen Beitritt von sehr viel Konservativen in die NPD, dass man da versucht, die Inhalte eben auch zu verändern und dann über Mehrheitsverhältnisse. Das war so ein bisschen auch der Gedanke, man hat ja auch versucht, mit anderen Parteien zu fusionieren, so als Finte war das dann dargestellt, dass man versucht hat, mit anderen Parteien zu fusionieren, unter irgendwelchen Vorwänden, um eben dann mit denen gemeinsam neuen Namen zu schaffen. Na, weil viele in der Partei haben ja gesagt, wir brauchen ja nicht, warum brauchen wir jetzt einen neuen Namen? Neuen Namen hat dann Sinn, wenn man sich mit anderen Parteien, es gibt ja noch zwei andere nationale Parteien in Deutschland, die sind aber nicht so bundesweit vertreten in dem Sinne. Und wenn man jetzt beispielsweise mit denen fusionieren würde, dann könnte man sich überlegen, bräuchte man tatsächlich einen neuen Namen. Na, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht halt darum, um die Aufweichung von innen. Das heißt, umgekehrt kann man natürlich auch, das ist dann noch spekulativer, dass man sogar so weit geht, dass man natürlich bewusst Misserfolge in der Partei provoziert, um diese Situation, das ist ja das Krankhafte an der Sache, mit der Aussage unter dem Namen NPD kann man nichts mehr werden, dann nutzt ja jeder Misserfolg der NPD auf einmal, um die eigene These, das eigene Ziel zu erreichen. Das heißt, wir haben da Funktionäre, die davon profitieren für ihre Agenda, wenn die NPD keinen Erfolg hat. Und das ist ja schon wieder ein richtiger Hammer. Also so kann man natürlich dann nicht sinnvoll zielführend arbeiten.